Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum LS22. Das ist meine Stimme, Steffen, Münsterland TV, für alle, die nur LS schauen. Ist, sorry, 8 Folgen ohne mein Mikrofon. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Mit dabei ist die Jess2106 von Twitch, nur damit ich es nochmal erwähnt habe. Und der Mike bzw. El Famo oder auch Joghurt. Tag, hi. Hallo. So. Ja, wir haben Wein angebaut im Livestream. Ich glaube, ich habe es im Livestream gemacht, hoffe ich. Hier unten in der Hoffnung, dass es da besser zu ernten geht. Sieht erstmal optisch anders aus, aber pflügen muss ich auch noch. Aber ja, erstmal muss ich mein Rübenfeld begutachten. Da soll wohl ein Unfall passiert sein. Hat ehrlich? Ja, so ein Vogel berichtet. Ein Vogel. Nachts um 3 Uhr gefühlt wurde um Entschuldigung gebeten. Aber ich dachte auch, ich wäre schon fertig damit, aber von daher ist es dann halt so. Ja, dann würde der Jess 20.000 Euro geben, fertig. Ja, pro Rübe. Ja, ein bisschen Schmerzensgeld. Schmerzensgeld, ich habe ja keine Schmerzen. Wenn du das siehst, schon. Ach, ich laufe jetzt schon eine ganze Weile rüber, von daher noch nicht gesehen. Es ist an der Spitze meine Idee. Zu meinem Sonnenblumenfeld. Okay. Doch, es ist deine Idee gewesen. Meine Nein. Idee war es, über den geernteten Teil zu fahren. Deine Idee war es offensichtlich, über die Rüben zu fahren. Ich wurde nicht richtig geleitet. GPS war kaputt. Ich bin hier 5-mal vorausgefahren. Oh, da sind einige Rüben, die fehlen. Ja. Alles gut. Krieg mal hin. Ich mache auch, oder ich mache eine Arbeit umsonst, auch kein Problem. Umsonst, das bringt ja dann nichts. Wenn du sie kostenlos machst, dann vielleicht, aber. Ja, sucht euch was aus. Du weißt schon, dass wir Männer sind, ne? Nein, das kann ich sagen. So, einmal abtanken. Komm, du kannst meine Trauben jetzt düngen. Genau, du kannst dann hier, genau, wenn ich mache jetzt Mais anbauen. Und dann zur Ernte bist du einfach dabei, unentgeltlich. Das ist doch nett. Ja. Na. Mit eigenem Trecker. Ja, natürlich. Ja, sehr schön. Ich hätte es gesagt, mit eigenem Häcksler. Habe ich nicht. Ach, was? Braucht man das? Ne, Häcksler fahr ich selber, soll ja vernünftig werden. Ach so. Ne, jetzt lass eh die Helfer machen. Das heißt, wir drei werden abfahren dann. Wenn du nicht häckseln willst, dann braucht man den nicht. Weiß nicht, wie das geht. Das weiß der Häcksler. Ja. Das ist einfach nur zum Kleinmachen, damit es dann auch Silage wird. Wenn du aber keinen Mais anbaust. Du kannst ja Mais auch anbauen, um Körnermais zu ernten. Das heißt, dann brauchst du das gleiche wie beim Sonnenblumenfeld. Einfach nur zu. Was hat er denn hier? Mais? Ja, er hat Mais angebaut, der Herr El Famo. Ja. So. Ja, ich weiß gar nicht, ob er das schon kennt. Die Windkraft, die ist neu bei mir. Hier auf dem Stück. Ah, ich hoffe, das hat jetzt geklappt mit denen. Das sieht doch richtig kacke aus, das Feld. Irgendwas stimmt da nicht mit denen. So, mit deiner Wiese, ja, das sieht furchtbar aus. Ja. Ich hab den schon komplett neu gestartet und trotzdem. Ist eigentlich 3 Bahnen oder so. Wo ist der denn? Der muss ja hier hinten irgendwo sein. Das steht oben irgendwie am Waldrand. Ah. Ja, am Ende eigentlich, ja. Ja, suboptimal. Ach ja. Da ist er nicht. Doch, da hinten. Ich starte nochmal neu. Vielleicht hat er nur einen schlechten Tag gehabt. Kein Cursplay. Auch geht. Ah, jetzt muss einmal aussteigen, wieder einer ging's. Oh, guck
gucken, ob er losfährt. Jo, da geht's los, mal gucken. Ansonsten bleibe ich hier einfach eine ganze Folge, wahrscheinlich eher auf drei, im Trecker sitzen. Ja. Macht ihr denn Schönes? Ich putze ja, meine Geräte. Das hast du schon im letzten Livestream versucht. Zumindest drüber nachgedacht, ne? Naja, versucht. Jetzt macht es. So. Ja, jetzt mach ich's. Chaka. Zieht's einfach eiskalt durch. Mal gucken. Ich pflüge und mulche meine Gänge zwischen den Weinreben. Felderstellung zulassen, Z. Ah, okay, kannst bei mir weitermachen. Ja. Okay. Schauen wir mal ein bisschen, ob es geht. Und letztes Mal hat es ja direkt die Nachbarbahn dann wieder zu einer Lösung gemacht. Ja, erstellt schon mal. Auch machen können, der macht jetzt nur die Außenbahn, der Rest fahre ich. Dann dürfte es eigentlich gehen, aber die Frage ist, warum hat das wieder gelöscht? Weil dieses Felder. Ich muss sagen, als ich meine Wiese erstellt habe, war das auch so. Okay. Und dann habe ich versucht, eine gerade Kante zu malen. Und dann hat er jedes Mal daneben das Gepflügte auch nur wieder zur Wiese gemacht. Also neben meinem Cursor. Okay. Total irre. Vielleicht muss ich zwischendurch mal öfter speichern drücken, dass das nicht irgendwo in den Zwischenspeicher hat. Ich weiß es nicht. No. Ja. Beobachten erstmal. Ja, wäre schlimmer, wenn ich ein normales Feld draus machen würde. So mache ich einen Notfall. Das ist das, was jetzt schon geflügt ist. Einfach noch ansehen und dann bleibt es halt so. Es kommt ja nicht wenig raus. Also ist ja okay. Ja. Ich wollte nur noch mehr davon. Klar. Von dem immer nicht mehr. Wenigen. Ja. Immer größer, schneller, tiefer und so. Ja. Guck mal, hier den Wald könnte man auch noch wegmachen. Yes, hast gehört, du hast was zu tun. Ja, ich habe eine Kettensäge, habe ich ja schon. Echt, sehr gut. Ja, ich würde dir empfehlen, den, wie heißt der denn bei P? Der macht den Baum ja mit einmal weg und macht da Hackschnitz Frostmaschinen. Der Raptor, ne, der letzte ist es, ne, der T-Rex, Lizard T-Rex, letzter bei Forst, selbstfahrende Forst. Da fährst du an den Baum ran und der schreddert die. Der hat auch einen riesen Speicher. Das heißt, du brauchst auch, ist auch ein, ja, du brauchst doch nicht mal direkt einen Anhänger mit haben. Und hast ganz viel Holz. Die Frage ist halt dann, was brauchst du? Brauchst du Langholz oder brauchst du Häckselgut? Wenn wir die IKEA-Produktion holen. Ach, ja. Ja. Vielleicht irgendwann mal. Ja, die Bäume wachsen ja noch, die sind ja geduldig. So, Aufschläge sind auch noch da. Jetzt bin ich paranoid hier immer mit dem Mikrofon. Aber wie gesagt, im letzten Livestream war es ja auch immer da. Von daher. Mm-hmm.
So, alles wieder sauber. Ja, meine Trecker noch nicht. Man muss noch ein bisschen was machen. Soll ich vorbeikommen? Ja, die ganze Zeit putzen, während ich flüge. Nee, danach. Achso. Hochdruck reinhören. Jetzt schon. Ich speichere mal ganz kurz. Dann nehme ich die Außenrunde jetzt durch. So, nee. Noch nicht. Da. Wenn ihr da eine Lösung habt, Zuschauer, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr das auch kennt, das Problem. Speichern. Nicht, dass ich hier einen Running Gag mache aus den und immer wieder neu anflüge. Einfach so eine ABM. Folge 837. ABM-Feld. Flügen. Wir flügen Feld Wiese 30. Die 399. Action. So. Ja, jetzt ist ja in Hollywood ein Sog entstanden. Wo Will Smith nicht mehr kann, dann müssen wir natürlich auch gutes Content bieten hier. Ja, auf jeden Fall. Das Lustige finde ich, dass dieser andere ja beleidigt hat aufgrund von Krankheiten. Da redet kein Mensch drüber. Also, nur Will Smith wird. Natürlich ist Schlagen jetzt kein Grundprinzip, ne? Auge um Auge ist ja schon länger nicht, aber. Aber das Bruce Willis hat jetzt bei Pocher jubelt jeder. Achso, der hat auch aufgehört. Ein blöder Hund. Vielleicht hat er eine größere Krankheit. Weiß ich nicht. Der sieht ja auch. Ja, halt irgendwie tatsächlich. Stimmt, sogar, ne? Aphasie? Das kenne ich nicht. Was ist das? Amnesie kenne ich. Störungen und so. Okay. Also. Ja. Das ist natürlich als Schauspieler jetzt nicht so toll. Hm. Das ist echt schade. Das war ein guter. Ja, die Actionfilme waren schon ganz okay, also anders als Schwarzenegger oder so. Natürlich immer noch übertrieben, wie jetzt so die Schlägereien von Terence Hill bei Spencer. Na gut, kannst du dir heute auch nicht mehr angucken. Echt doch, absolut. Echt? Mindestens einmal im Monat schaue ich mir so einen Film an. Ja, ich habe das auch, das waren früher wohl Kinofilme, da war ich aber noch auf der anderen Seite der Mauer, da lief noch alles in rechten Bahnen, aber. Ja. Jess, kennst du Bud Spencer und Terence Hill? Ja, okay. Aber ich habe noch keinen Film oder so davon geschaut. Aber die Namen sagen mir was. Ja, also zum Beispiel Aladdin und so, das war ja schon wieder ein ganz anderes Genre. Das ist ja eher weniger Action mehr. Boah. Ja, ich denke, wobei es gab natürlich auch Kämpfe, damit man dabei bleibt. Ja, eben. Oder Banana Joe war auch ganz cool. Oh, super. Ja, also es gab welche, die habe ich schon geguckt, ne? Aber die meisten kannst du eigentlich auf eins runterhauen. Ganz komische Schlägereien. Die irgendwie. So wird sich, glaube ich, kein Mensch schlagen, aber vielleicht war es ja auch gewollt, dass man so übertrieben darstellt, damit es nicht irgendwie jeden Fall Anhaltspunkte hatte. Ja. Na, jetzt scheint es gut zu klappen, jetzt will ich aber drinbleiben. Vielleicht muss man drinbleiben bei Felderstellung, dass es nicht gut ist, vom Helfer zu machen. Weil er ja dann das laden muss. Ach so. Oder nicht, aber. Dass er einfach dann in dem Bereich da ist, wo. Ich weiß nicht, das ist alles nur mutmaßen, aber. Alles andere läuft ja ganz gut mit Ernten, also. Wir stehen dann am Ende und fertig, das ist abgeerntet, ne? Ja, das stimmt. Auch die Wiese hier, wo es noch kein Feld war, hat er auch gut gemacht. Einmal umfahren und fertig, ne? Dann hast du es. Ja. Mit dem Feldrandkurs, ja. Von daher läuft ja alles gut. Wenn man überlegt, dass es teilweise ja besser läuft, als was von Giants gemacht wird, dann sollte man vielleicht gar nicht so viel danach schreien, dass Giants das mit den Standard nehmen soll. Wie gesagt, im 17er gab es das halt schon mit dem Rechnungsstellen. Das war so cool umgesetzt im Verhältnis zu jetzt. Wirklich eine Rechnung schreiben. Muss mal schauen, ob es das nicht auch schon wieder gibt. Ich meine. Ja, im 19er gab es auch nicht, deswegen. Aha. Gab es im 17er, weil sie gesagt haben, okay, jetzt ist es ja letztendlich drin. Aber ich finde es halt cooler, dass du dir selber so eine Art Artikel machen kannst, die du dann als Position einfügst und sagst, hier, 5 Paletten gleich oder abernten gleich das und das.
Es gab welche an Standard hingelegt, konntest aber auch selber pflegen, dass du sagst, okay, ich habe was anderes ausgemacht. Hast die Position aufgeführt und fertig. Vor allem, es gibt ja auch die App, ne, von Giants, wo du ja auch so Punkte bekommst, wenn du oder Aufträge hinterlegen kannst, die ein anderer dann erledigen kann, dann kriegt dafür Punkte. Ne? Wenn man das dann in Verbindung mit Rechnung bringt, sagt hier erledigt und dann sagst du, kriegst eine Rechnung oder was weiß ich. Das wäre halt cooler, als jetzt einfach nur ich überweise was. Was jetzt schon mal gut ist, du kannst an den Hof überweisen, wenn keiner da ist. Ne? Das ist natürlich blöd, wenn du asynchron spielst, dann macht einer was und dann musst du nur gucken, dass er irgendwann ja, da ist. Ne? So kannst du zumindest was überweisen. Ist natürlich dann Vertrauensfrage, ob wirklich das Geld drauf ist. Bei kleinen Beträgen, bei großen, die sollten dir auffallen, wenn sie da sind. Die sollten wirklich auffallen, ja. Das wäre wieder gut, wenn man halt so eine Art Kontoauszug hätte. Dann könnte man sagen, hier Überweisung. Genau, richtig. Und Steffen 20.000, fertig. Apropos Überweisung, Steffen, ist die Lage wieder fertig? Oder Mist oder Gülle oder... Ich muss sowieso gleich mal ein bisschen... Jazz? Ja, bitte? Jazz? Ja, das war dein Auftritt. Zu verkaufen? Dein Auftritt, Jazz. Was habe ich? Das habe ich ja, das okay. Ist die Frage. Ja. Hast du Silage? 89.000 Liter. Ja, du musst mal mehr produzieren. Was machst du denn den ganzen Tag? Nicht außer, produzieren. Außer Trecker waschen. Felder erstellen. Ja, das ist schon mal gute Grundlage, wenn du sie auch bewirtschaftest danach. Das habe ich gemacht. Sehr gut. Was ist denn da drauf? Oder hast du alles schon verkauft? Also ein Feld habe ich Weizen, das andere habe ich Gras, das andere habe ich mit Raps, das andere habe ich mit Mais, glaube ich, und das war's. Der Gras ist doch schon mal gut, da kannst du gut Silage draus machen. Ein bisschen brauchst du wahrscheinlich für deine wolligen Schafe. Ja, ein bisschen. Ja, aber so viel. Aber ich habe noch 319.000 Liter drin. Achso, ich dachte Schafe. Naja, so viel geht ja nicht. Kann ja sein. Ich traue mich schon nicht mehr aus dem Trecker auszusteigen. Der fährt zum Glück alleine, aber... Natürlich jetzt für die Zuschauer blöd, aber ich möchte endlich mal das Feld fertig haben hier. Damit dann wieder Wiese drauf kommt. Naja. Aber effektiver, weil wir dann düngen können, etc. Und walzen und... Walzen zählt nicht nur, dass ich hier drüber fahre. Ja. Mit der Wiesenwalze, die ist nur 6,30 Meter. Ja, das macht den Helfer, ist ja mir egal. Jo. Sollen wir mal machen, ne? Wie lustiger, selbst vom Curseplay die Zeichen Schatten werfen. Ach so, ja. Die überm Feld, ne? Mhm. Ja, fahr rüber. Oh, nicht wundern, ich gehe mal kurz auf Speichern. Mhm. Weiß nicht, ob es was bringt, aber jetzt war schon wieder alles weg. Wird sich zeigen. Ja. Dann fährt er wieder darüber. Achso, das war vorab schon. Was sagst du denn nebenan? Wiese? Ne, doch, ist auch Wiese, ne? Was denn? Wo bist du? Hier in unseren Feldern aneinander. Was hast du auf der 31? Wiese? Nee. Hast du mich da angepflanzt? Weizen? Ah, okay. Und Kraut? Nee, das sieht nicht aus wie dein Rübenfeld. Naja, das Unkraut war ja von den Rüben nicht zu entdecken, habe ich gehört. Außerdem wurde gesagt, ich kann nichts dafür. Der Mike hat gesagt, ich soll. Ja. Ich habe nur dein Unkraut platt gemacht. Die nimmt halt gerade straight, Junge, die Linie über die Rüben. Ich bin halt geradeaus gefahren. Die Lenkung ging nicht mehr vom Traktor. Ja, jetzt war's das. Beim Bundeswehr gibt's einen Spruch. Ausreden sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. So. Und mit diesem Satz, und übrigens morgen gucken wir mal, was er gemacht hat, das hatten wir ja im Livestream versprochen. Aber heute war es das schon wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Sehr brav.